Wir dürfen Sie auch begrüßen, recht herzlich begrüßen bei diesem nächsten Vortrag. Die Frau Magister Barbara Pfeiffer-Löderle, sie ist Psychologin und also Psychologie und Philosophie unterrichtet sie. Wir haben hier zwei Schultypen, die HAK und die HLW in Landeck. Und ich bin der Reinhold Reuter, ich habe die Ausbildung als Wirtschaftspädagoge. Und wir möchten Ihnen jetzt in diesen eineinhalb Stunden die Wirtschafts- und Organisationspsychologie näher bringen. Ich hoffe, das ist okay, wenn wir mit allen bei Du sein während des Vortrages. Wir haben uns überlegt, wie wir das näher bringen sollen. Ich glaube, die meisten sind auch mal darauf gespannt, was ist denn da der Inhalt und wie kann man das umsetzen und wie kann man das weiterbringen. Und wir haben versucht, das auch so umzusetzen. Das heißt, wir möchten euch jetzt weitergeben, wie wir das in Landeck umsetzen. Jeder kann das natürlich selber machen. Wir möchten die Inhalte, die Methodik, die Didaktik, auch probieren wir das ganz konkret in Form von einem digitalen Lehrbuch mit OneNote mit den Schülern machen. Da habt ihr ja gestern bereits etwas gehört. Das möchten wir euch jetzt zeigen. Und wenn Fragen sind, immer bitte sofort aufzeigen. Wir unterbrechen natürlich. Wir werden dann Sequenzen wieder herausnehmen. Wir werden den einen oder anderen Film allerdings nicht zur Gänze zeigen, sondern nur teilweise, dass man sich das vorstellen kann, wie man das den Schülern und Schülerinnen vermittelt. Etwas, was uns immer ganz wichtig ist, dass wir versuchen, die Schüler manchmal ein bisschen provozieren, ein bisschen sie mitzunehmen, ein bisschen Storytelling. Das gelingt zwar nicht immer, aber wir versuchen es. Gut. Wir haben uns gedacht, wie wir das den Schülern dann umsetzen, wie wir ihnen Unterlagen geben und sind dann zum Schluss gekommen, weil wir auf jeden Fall als Medienhack auch mit diesem Office 365 Paket arbeiten, dass wir das, so wie in anderen Fächern auch, wir haben sehr viele Fächer, wo wir bereits mit dem Office 365 OneNote arbeiten, dass wir das den Schülern so auf diese Art und Weise beibringen und weitergeben. Es gibt kein Schulbuch, das alles zusammenfasst. Die Intention dieses Lehrplanes in der, dieser Media-Hack ist ja diejenige, dass man sagt, wir haben in der Handelsakademie sehr, sehr viel mit Psychologie zu tun und wir haben kein Fach mit Psychologie. Alles in der Wirtschaft oder mal mindestens die Hälfte in der Wirtschaft hat irgendwie mit Psychologie zu tun. Ob das Produkte sind, die man verkaufen will, ob das die Werbung ist, ob das Verhandlungstechnik ist, ob das Führung, Motivation von Mitarbeitern, Gruppendynamiken sind. Alles hat irgendwer mit Psychologie, manchmal auch mit Soziologie zu tun, aber eigentlich haben wir in der Handelsakademie, das ist jetzt meine persönliche Meinung, das verschlafen im neuen Lehrplan, man hätte das ein bisschen mehr berücksichtigen müssen. Und das ist die Intention dieses Faches. Es gibt auch einen Teilbereich Kommunikation und da sagt schon der Name, Media hackt nicht alles aus, sondern wir haben jetzt auch versucht, das auch mit hineinzunehmen. Wir haben den Lehrplan euch noch einmal kopiert, ich glaube die meisten wissen es, aber ich lasse es nur umgehen, das sind zwei Seiten, bitte immer einfach entnehmen, wo nur, nicht der gesamte Lehrplan, sondern nur Wirtschaftspsychologie drauf ist. Warum ist das, darf ich da weitergehen? Warum ist uns auch wichtig, dass das nicht nur, also wenn die Meinung an der Schule vorherrscht, das ist für die Psychologen, dann ist man da falsch. Ja. Also dieses Fach ist grundsätzlich, bietet Querverbindungen zu allen Bereichen. Und dann ist die Frage, wer unterrichtet das? Für uns unterrichten das im Prinzip zwei Fachgruppen, die Psychologie in der dritten Klasse und dann die Wirtschaftspädagogen in der vierten bzw. fünften Klasse, wobei wir offen sind, wenn jemand anderer da Ausbildungen hat, dass wir das auch unterrichten. Ich sage das jetzt ganz provokativ, wenn man in BWL über Führung redet, wir wissen, dass das natürlich ein Teil des Lehrplans ist und bei der Matura dann die Fragen hört, dann geht es immer nur um Führungsstile. Das ist im Prinzip so winzig, gell? Und es schaut, dass man da nicht mehr dazu sagt. Und wenn man über Motivation redet, dann kommt man in der Ansage über die Maslow-Pyramide und Herzberg nicht hinaus. Und wenn man sich das jetzt überlegt, wie riesig das Feld ist und wie viele Menschen sich mit Motivation, mit Führung, mit Gruppendynamiken beschäftigen in der Wirtschaft und wir in der Handelsakademie schaffen es nicht, über diese kleinen Bereiche in der Wirtschaft hinauszukommen, dann sieht man die Querverbindungen, man sieht, wie wichtig das Thema ist und wie wichtig es wäre für unsere Schüler und Schülerinnen, nicht nur in der Media-Hack, sondern in anderen Bereichen. Gut, jetzt erkläre ich kurz das OneNote und dann bitte wieder an die Barbara. Wir haben also da uns das so überlegt, dass die Schüler und Schülerinnen ja kein Schulbuch haben. Wir haben uns müssen einlesen und wir haben also das Ganze so aufgebaut. Übrigens, falls ihr das nicht mehr wiedererkennt vom gestrigen,
OneNote. Die Schüler haben natürlich den Zugang über das Office 365 Netzwerk. Es gibt also da das Class Notebook zur Verwaltung und dann gibt es die OneNote-Rubrik und die Schüler werden dann freigeschalten. Es gibt also da mehrere solche Führer, die ich hier, wo ich Zugang habe, und die Schüler werden dann freigeschalten und haben im Prinzip dann, alles klar, das können wir, haben dann genau das Gleiche. Das sind die Schüler, die also momentan diesen Unterricht besuchen und in der Inhaltsbibliothek wird genau das abgebildet, was ich dann, also Bob 3 hat Wirtschafts- und Organisationspsychologie, da im ersten Bereich, also dritte Klasse und dann vierte Klasse und fünfte Klasse. Und da findet ihr dann das Gleiche wie eben in der lokalen Ausgabe, die dann lustig war. Der einzige Unterschied ist, dass die Rubriken rechts sind, statt links. Und dass die Schüler oben dann sind, kann ich vielleicht auch nicht. Ich möchte also nicht da zu viel Wiederholung machen, aber vielleicht, dass man es einmal sieht. Da sind also jetzt wieder die Inhaltsbibliothek, der Platz zur Zusammenarbeit, wo alle zusammen irgendwelche Inhalte austauschen können. Und dann gibt es diesen Bereich, wo jeder Schüler für sich einsehen, ein paar machen kann und wo der Lehrer dann den jeweiligen Schüler sieht. Die Schüler untereinander sehen sich ja nicht. Wie haben wir uns das gedacht von der Methodik her? Wir wollen das also so machen, dass diese Unterlage den Schülern zur Verfügung steht. Die sind also freigeschalten und wenn jetzt ein Schüler zum Beispiel, ich mache das einmal kurz vor, sich diesen Reiter oder da, ich nehme jetzt an, Grundlagen, wenn er den haben möchte und dann sich was dazu schreibt, irgendwelche Dinge hat der Schüler noch gar kein Schreibrecht, sondern nur Leserecht. Wir gehen her und probieren das und dann simuliere ich jetzt den Schüler, ich gehe also da auf den ersten Schüler und die gehen also her und sagen dann einfügen. Und dann haben Sie diese Inhalte alle bereits, also diesen Reiter in seinem Notizbuch und kann sich da alle Notizen oder Bemerkungen oder irgendwelche Inhalte aus dem Internet oder Links da jetzt rechts einfach dazu schreiben zu den ganzen. Funktioniert aber auch. Ja. Wenn es Fragen gibt, bitte einfach unterbrechen. In diesen OneNotes, in diesem, da gibt es also mehrere solche Notizbücher, aber wir gehen jetzt da auf dieses WOP. Das Ganze ist so organisiert, dass man oben die Reiter sieht, also dritte Klasse, vierte Klasse, fünfte Klasse. Und innerhalb der Klassen sieht man dann rechts die einzelnen Kategorien, die also dann mit dem Lehrplan übereinstimmen. Das heißt also, wir haben den Lehrplan ganz am Anfang da noch einmal eingeblendet. Das ist also das da. Da ist der Lehrplan, das was hier jetzt gerade in der Reihe herumgeht. Da ist also da in dem Fall jetzt der dritte Jahrgang abgebildet und dieser dritte Jahrgang, das sieht man jetzt da wieder, der Lehrstoff, Gegenstand der Psychologie, Forschungsmethoden und so weiter, Wahrnehmung, Emotion, Motivation und dergleichen und unten jetzt weiter, im zweiten Semester. Und das Gleiche haben wir dann da eigentlich fast 1:1 abgebildet mit den einzelnen Themen. Ich hoffe, kann man das lesen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich muss es ein bisschen größer machen, wobei momentan jetzt aber eben halt nicht so wichtig ist. Ich mache es ein bisschen größer. Moment, nicht mehr alles drauf, aber ich denke mal sich das vor. Gut, dann, wenn wir also vielleicht nur die anderen Jahre, damit man das auch sieht, wir haben das auch in den anderen Jahren, die Schüler haben dann natürlich Zugang über alle 3 Jahre und können natürlich das Notizbuch, das sie selber anfertigen, dann bis zur Matura mitnehmen und dann entweder das ausdrucken, ist ja kein Problem mit so einfach Kapitel für Kapitel, einfach als PDF aufspeichern oder eben ausdrucken und oder ausdrucken. Und Sie können natürlich dann für die Jahre das mitnehmen, was Sie da jeweils gespeichert haben. Wenn wir da die anderen Jahre anschauen, also Buch 4, das findet man dann auch wieder ganz am Anfang wieder den Auszug aus dem Lehrplan. Da sind dann wieder zum Beispiel jetzt die Lehrpläne abgebildet im Lehrstoff Marktpsychologie, Verkaufspsychologie, Werbewirksamforschung, Emotionen, Motiv in der Werbung, ethische Aspekte und unten geht es noch mit anderen Bereichen. Und das ist dann da wieder abgebildet mit Arbeitspsychologie, Leistung, Beurteilung, dann die Personalentwicklung und viele andere Bereiche. Und das Gleiche geht dann wieder in der 5. Klasse weiter. Da sieht man dann, dass man ebenfalls den Lehrplan oben wieder abgebildet hat und dann geht es weiter mit verschiedenen Bereichen und da sieht man rechts wieder den Lehrplan abgebildet. Innerhalb dieser Rubriken haben wir immer grundsätzlich, also die Folien haben wir, also nicht alle, manche haben wir in PowerPoint gemacht, da sind aber natürlich auch Filme dabei, da sind irgendwelche
Zeitungsartikel dabei, alles, was man also zu diesem Thema dann weiterbringen möchte. Das werden wir dann später dann kurz noch erklären. Alle diese Folien, die wir gemacht haben, sind im Grunde genommen nur so eine Art Leitlinie, roter Faden durch das ganze Kapitel. Das sehen Sie jetzt da. Gell? Und die Schüler können sich da was dazu schreiben. Und der gesamte Foliensatz ist dann oben noch einmal downloadbar. Also wenn ich jetzt das Ganze als PDF sehe, dann habe ich können Schüler das Ganze als PDF herunterladen und sich entweder ausdrucken, so Unterlagen, wenn sie das wollen, als Mappe führen und da dazu legen, oder sie können es natürlich auch digital sehen. Gut, bitte. Zu dem komme ich jetzt was. Ja? Zur Literatur, das ist interessant. Gell? Es gibt kein Schulbuch. Es gibt allerdings im Bereich der Wirtschaftsausbildung viele Bereiche, die da trainiert werden. Wir haben uns das Ganze selber angeeignet. Also wir haben einfach Bücher gelesen. Die Barbara und ich und andere Kollegen, ich unterrichte es zwar nicht, aber es gibt also andere Kollegen, die müssen sich einfach mit dem beschäftigen. Ja. Welche Bücher, das haben wir immer in der Literaturliste dabei. Und zwar gibt es, wenn wir jetzt auf die Psychologie gehen, gibt es halt ein Schulbuch, das allerdings aus anderen Schultypen ist, das ist die Psychologie. Ja. Dann Teamarbeit, Gruppentraining, das ist die alte Version. Die haben nur einen Teil der Bücher mit, ich kann das immer geben, das ist zum Beispiel, das ist die alte Ausgabe, die haben die neue auch angeschaut. Ja, gibt es immer nochmal. Das ist Gruppentraining mit verschiedenen gruppendynamischen Spielen. Wir wollen ja die Schüler auch das Ganze immer praktisch erlebbar machen. Wir sagen dann auch Spielen, das gleiche jeder, viele kennen. Ich lasse das immer gern. Genauso gibt es also dann in also Führung, ja, und zwar abseits der Führungsstile, kann ich gar nicht mehr hören, laissez-faire und autoritär und partizipativ. Und wenn man dann fragt, was ist der Beste, sagen die Schüler immer partizipativ, weil das ist auch demokratisch, das ist ja kompletter Blödsinn, ja, das muss man einfach sagen. Und das muss man ihnen auch in der Handelsakademie einmal beibringen, dass es keinen besten Führungsstil gibt. Jede Führung ist besser als keine Führung, laissez-faire ist einfach eine Katastrophe, hat auch der Levi ergeben in seinen Experimenten. Und da gibt es viele andere Dinge, da habe ich nur zwei mitgenommen und ich sage jetzt gleich, was wir sonst noch in Literatur haben. Ja. Nicht für die Schüler, nur für die Lehrer zur Vorbereitung. Und Teamarbeit. Haben wir? Können wir weitergehen. Ja. Die Literaturliste ist da unten. Unten rechts. Da, wenn ich die anklicke, dann sehe ich noch einmal alle Bücher, die wir da verwendet haben. Was interessant ist, es gibt also zum Beispiel Wirtschaftspsychologie für Navis, das ist recht gut und locker geschrieben für Schüler. Wir können die Liste auch weitergeben, wir können sie dann, wir können es dann auch irgendwo entweder per E-Mail weitergeben oder auf der Plattform stellen. Ja. Und da gibt es also mehrere solche, die links nochmal, ja, für den dritten Jahrgang ist jetzt das. Unten die Links, die habe ich jetzt überblattet, das ist also ganz unten, sind die Links noch einmal zu den einzelnen Büchern oder zum anderen Website, die interessant sind. Und im Bereich zum Beispiel BOP 4, da haben wir, ich hatte nicht als Platz, weil ich es ja vergrößert habe, unter 50%, gibt es Arbeits- und Organisationspsychologie, Wirtschaftspsychologie für Bachelor. Achtung, das ist natürlich über das Hinausschießen, was man in der Schule lernt und lehrt. Aber es ist für den Lehrer interessant, weil er weiß, was sollte man alles da hinzumachen. Und da ist noch einmal das für Dummies abgebildet und in der fünften haben wir natürlich das auch. Was interessant für uns war, das muss ich wirklich sagen, das ist, dass zum Beispiel Wirtschaftspsychologie für Bachelor, da ist das gesamte Wirtschafts- und Organisationspsychologie-Wissen, der Inhalt ist da abgebildet. Ist ein bisschen ein dickeres Buch. Interessant war, dass das zu 95% mit unserem Lehrplan übereinstimmt, obwohl wir das Buch erst nacherkannt haben. Das geben also Universitäten aus oder Fachhochschulen, die Wirtschafts- und Organisationspsychologie unterrichten. Und das, was wir machen, natürlich ist nicht so intensiv und nicht in diesem Maße, aber wenn man die Kapitel durchliest, dann ist das eine Abbildung unseres Lehrplans. Das immer schon nachgedacht. Auch bei der Wirtschafts- und Organisationspsychologie für Dummies, auch das ist inhaltlich wieder mit dem deckend und wieder deckend mit unserem Lehrplan. Das heißt, die Bücher sind nur für die Lehrkräfte, die Schüler, also nur online, die haben überhaupt kein Lehrbuch. Genau, die Schüler haben kein Lehrbuch, weil
das in dieser Zusammenfassung nicht gibt. Wir sagen den Schülern immer das so, dass wenn sie sich interessieren dafür, wenn sie sagen, das ist eigentlich meine Sache, da will ich vielleicht maturieren, vielleicht weiter studieren, dann steht es ihnen darauf frei, das selber zu kaufen. Aber wir können natürlich nicht den Schülern, die Schüler verpflichten, mehrere Bücher zu kaufen. Ja? Oder eines hernehmen, das ist einfach zu intensiv, ja? Also zu umfangreich für den im Vergleich zu Fachhochschulen. Und habt ihr mit den Verlagen irgendwie Kontakt aufgenommen, dass sie da was verwenden dürfen? Nein, oder so? Nicht, weil wir haben immer nur einen Schulversuch. Ja. Also ob wir es verwenden dürfen, das ist in der Schule relativ klar geregelt. Für den Unterrichtsgebrauch. Genau, für den Unterrichtsgebrauch. Wir haben auch versucht, alle Artikel, die wir herauskopieren, oder wenn wir etwas herausschreiben aus den Büchern, dass wir natürlich mit Quellenangabe das machen. Das ist deshalb wichtig, weil wir den Schülern natürlich gleich mitgeben wollen für die Diplomarbeit. Wenn sie schon das machen müssen in der 5., dann wollen wir als Lehrer uns auch daran halten. Ja, learning by doing. Weil wenn wir 5 Jahre ihnen nicht sagen, wie es geht, dann können wir nicht erwarten, dass sie in der 5. Klasse wissen, wie es funktioniert in ihrer Diplomarbeit. Und wir dürfen das ja, ich darf diese Webseiten nur nicht online stellen, öffentlich. Also online schon, aber nur in Office 365 mit der Schule. Aber ich darf es natürlich jetzt nicht auf der Schulwebsite veröffentlichen, dieses OneNote, weil dazu haben wir... Ich denke nur an den Foliensatz, der als PDF dann möglicherweise kursiert oder so. Aber der Foliensatz ist bereichert, oder? Also sind es Eigenfolien? Ja, das sind Eigenfolien. Noch das aus dem Buch. Nein, das sind Eigenfolien. Ja. Also wenn wir, da kann ich es kurz sagen, wenn's, ich gehe jetzt auf eines dieser Kapitel, dann sieht man, dass wir immer versucht haben, zum Beispiel... natürlich dazu schreiben, Quellenangabe oder bei Bildern oder Texten immer, also das ist ziemlich also bei allen durchgeführt worden, all diesen Grafiken, dass wir dann sagen, wo haben wir das daher? Ja. Immer Quellenangabe und so weiter. Das ist schon einfach nebenbei, das muss man ordentlich machen. Gibt es weitere Fragen dazu? Gut, jetzt wird Barbara euch den dritten Jahrgang ein bisschen näher bringen, also praktisch diesen allgemeinen Teil, die Grundlagen der Psychologie, jetzt nicht in Form von Vortrag, dass man jetzt das Ganze inhaltlich abbildet, sondern nur Beispiel haben, ja, aus 2 oder 3 Kapiteln. Bitte. Ja. Guten Morgen von meiner Seite auch. Ich durfte letztes Jahr in der dritten HAK Wirtschaftspsychologie unterrichten. Und zwar habe ich das von der Psychologie-Seite aus gemacht. Später dann in der 4. und 5. Klasse machen es meine Kollegen aus dem Bereich der Wirtschaft noch was dazu. Und ich gebe Ihnen jetzt einen kurzen Einblick. Auf der Seite haben wir die ganzen Lehrplanbestandteile wieder rein, und schon gesagt habe. Und ich gebe einen kurzen Einblick in ein paar Bereiche, was da letztes Jahr unterrichtet wurde. Es gibt ein Skriptum dazu, ein Durchschreiben. Das Skriptum ist natürlich viel umfangreicher, das habe ich letztes Jahr erstellt, haben die Schüler bekommen, sind die ganzen Arbeitsaufträge, die Filme, die Literatur und so weiter, das ist da dabei. Und die Schüler bekommen das, damit sie eine Lernunterlage dann auch für die Matura haben. Ich kann es immer geben, dass ja. Und jetzt, wie gesagt, nur ein paar kurze Auszüge, dass man sieht, was da unterrichtet wurde. Gut, dass da rein wird, Deutsch. Gut, ein Bereich war die wissenschaftliche und die Alltagspsychologie. Da war mir vor allen Dingen wichtig, dass die Schüler den Unterschied lernen, was ist Alltagsbereich. Für Schüler und Schülerinnen ist alles Psychologie. Da war mir wichtig, dass sie kennenlernen, was macht die wissenschaftliche Psychologie, mit welchen Methoden arbeitet sie und was unterscheidet sie von einer Alltags- oder Küchentischpsychologie. Wissenschaftliche Methoden, habe ich Ihnen da noch Beispiele dazu gebracht. Beobachtung, Interview, da gehört auch dazu Test. Und Experimente. Findet man sehr viele Beispiele dazu, auch in dem Schulbuch, das wir ganz am Anfang vorgestellt haben. Und ich habe sie zum Beispiel zu den projektiven Tests, die sind wahrscheinlich teilweise auch bekannt, habe die Schüler und Schülerinnen Beispiele ausarbeiten lassen und sie haben das auch selber durchgeführt.
hat Ihnen eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Sie haben das ausprobieren können, zum Beispiel den Farbtest oder den Zeichentest. Gibt es eine Menge an Beispielen. Das, was wir da auf der Seite sehen, das wäre der Familie-Tiere-Test. Da ist die Aufgabe, dass die Schüler oder die Leute, die den Test machen, müssen ihre Familie in Tieren darstellen. Zum Beispiel die Mutter als Giraffe und den Vater als Löwe und da Psychologen Rückschlüsse draus ziehen auf das Verhalten oder auf die Persönlichkeit der Kinder oder. Ich habe Ihnen die Tests vorgestellt und Sie haben dann teilweise die Tests ausprobiert und haben dann. Das haben Sie gern gemacht, auch zum Beispiel den Baumtest und solche Sachen, das funktioniert ganz gut. Also das können Sie selber machen. Das waren die Tests. Dann gibt es noch die gegenüber den projektiven Faktorenanalytischen Tests. Da bietet es an, Freiburger Persönlichkeitsinventar oder Eisenk Persönlichkeitsinventar. Ist zum Beispiel in dem Psychologiebuch, in dem Lehrbuch, ein Beispiel für so einen faktorenanalytischen Test, ist hinten drinnen. Also das kann man sich auch machen lassen. Machen Sie sehr gerne. Und dann haben wir noch die Experimente. Experimente finden sich ganz viele. Milgram-Experiment ist wahrscheinlich bekannt. Dann Konformitätsprinzip von Ash und von Michel, das schauen wir uns kurz an, das Marshmallow-Experiment. Was sich da für die Schüler sehr interessant war, ich habe Ihnen den Film das Experiment gezeigt. Da gibt es vom Goethe-Institut aus ein gutes Arbeitsblatt dazu, wie man den Film im Nachhinein aufarbeiten kann. Weil es ist ganz wichtig, dass man das danach bespricht. Ich glaube, der ist eh bekannt, aber ich noch mal. Warum? Und da schauen wir ganz kurz den Marshmallow-Test an. Da geht es um Belohnungsaufschub. Den Kindern wurde gesagt, wenn sie das Marshmallow gleich essen, bekommen sie kein zweites. Und wenn sie eine Viertelstunde warten, dürfen sie ein zweites Marshmallow essen. Und teilweise haben sie es geschafft, teilweise haben sie es natürlich nicht geschafft und gleich gegessen. Aber das sieht man da eben. For you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? Alright. Sie müssen eine Viertelstunde alleine sitzen bleiben, also schon lange Zeit. I'm gonna go do something and I'll come back. It's Ich glaube, ihr könnt euch den natürlich selber ansehen. Ja. Was aber jetzt interessant ist, ich darf mich auch kurz einklicken, das ist der Umstand, dass man, wenn man jetzt dann wieder auf die, ich springe jetzt zur vierten Klasse, ja. Also wenn es um zum Beispiel in der vierten Klasse, dann teilweise an die Bauarbeiter, wenn man da dann auf Motivation und Zufriedenheit in diesen Teilbereich hineingeht, ich mache es ein bisschen kleiner, dass ich einen besseren Überblick habe, dann versucht man natürlich da verschiedene Zeitungsartikel zu bringen und da gibt es halt jetzt zum Beispiel einen Bereich, ich erzähle das, weil es ist alles drin, ja, dass man zum Beispiel in der Zeitung oder irgendwelche Fachartikel lesen kann, dass Ausdauer schlägt Talent. Da gibt es einen Artikel, der war vor kurzem in der Zeitung und das bringen wir da hinein und dann können wir die Schüler diskutieren. Ja. Das ist also dann die praktische Anwendung. Ausdauer schlägt Talent. Das heißt also, wenn man wieder dies zu einem Marshmallow test, zu diesem wissenschaftlichen Experiment im Vergleich jetzt zur praktischen Arbeit in dem Unternehmen, dann sehen Sie, was die Grundlagen in der Psychologie dann Auswirkungen haben in der Arbeitswelt. Wie gesagt, da kommen dann noch Experimente von Milgram oder das Konformitätsprinzip von Ash. Gibt es sehr viele Filme dazu und Unterlagen, das kann man auch noch machen.
Dann haben wir einen Unterschied zwischen Beobachtung und Befragung noch als wissenschaftliche Methode. Da sieht man sehr gut, bei der Befragung kommen ganz andere Ergebnisse heraus als bei der tatsächlichen Beobachtung von Menschen. Also wenn man das letzte hernimmt, da ging es darum, Fahrzeuge oder Leute gehen über den Zebrastreifen. 98% sind der Meinung, ich habe mich beim Fahrzeuglenker bedankt. Und tatsächlich haben sich nur 18% bedankt. Also das ist so Diskrepanz. Da lassen sich die Schüler dann oft auch eine Selbstbeobachtung oder Fremdbeobachtung machen. Sie müssen sich einmal selber einschätzen in ihren Eigenschaften und dann macht es dann auch Spaß. Da gibt es auch so vorgefertigte Fragebögen. Das war der Teil wissenschaftlicher Methoden. Jetzt schauen wir noch bei Wahrnehmungen. Wahrnehmung, das kennt vielleicht jeder, wenn man jemanden einen, die Leute haben die Augen verbunden und jeder sieht was anderes. Also das ist so ein Beispiel für selektive Wahrnehmung auch. Also je nachdem, was sie angreifen, haben sie das Gefühl, es ist ein Baum, ein Seil, eine Wand. Also das ist ein Beispiel für selektive Wahrnehmung. Da haben wir dann noch gemacht, was beeinflusst die Wahrnehmung. Unsere Werte und Normen, Gestaltgesetze, optische Täuschungen, Konstanzphänomene, selektive Aufmerksamkeit und natürlich auch die Sinnesorgane. Es gibt da zu diesen Bereichen eine ganze Menge von Filmen, Beispielen, auch für optische Täuschungen. Zeigt da ganz kurz Leistungsfähigkeit der Sinnesorgane. Gibt es einen Film, den können wir aber nicht länger anschauen. Das würde den Rahmen sprengen. Da geht es um Sinnestäuschungen Welt der Wunder, heißt diese Dokumentation. Passen Sie genau auf. Wir haben Dinge versteckt, die Sie nicht sehen werden, obwohl sie da sind. Am Ende des Beitrags zeigen wir Ihnen, wir alle lassen uns täuschen. Von unseren eigenen Sinnesorganen. Jeden Tag. Unsere Sinne geben uns Informationen. Für sie machen wir uns ein Bild von der Realität. Aber manchmal spielen sie uns einen Streich. Nicht immer einen Streich. Dann darf ich da wieder einen Querbezug herstellen, so wie wir das bei den Schülern natürlich auch machen möchten. Wenn man dann in der vierten dann wieder ist, dann geht es natürlich da um Sinneswahrnehmungen, um Täuschungen. Und da können wir wieder auf die, wenn wir im vierten Jahrgang zum Beispiel auf Werbung gehen oder auf Psychologie und dergleichen, da gibt es da, zum Beispiel da aus der Arbeiterkammerzeitung, zum Beispiel 8.3, wie letztlich handelt uns aus Tricks. Da geht es also auch darum wieder, dass man die Brücke von der dritten Klasse dann wieder zur vierten schlagt und sagt, okay, das ist die Theorie und das ist die Anwendung. Ganz konkret in der Wirtschaft. Dann haben wir da ein Beispiel für Gestaltgesetze. Gestaltgesetze, da ein Beispiel dafür, wenn man die Hundemaske einmal sieht, dann wird man bei jeder Ente ab sofort den Schnabel als Hundemaske sehen. Das wäre ein Beispiel für Gestaltgesetze, da gibt es da ganz viele optische Täuschungen, Größentäuschungen und so weiter. Also da gibt es unzählige Beispiele, sind da zu finden. Das war also im Bereich der Wahrnehmung. Dann Motivation, hast du gerade was, oder? Also, dann haben wir gemacht seelische Gesundheit und Krankheit. Da geht es vor allem darum, den Schülern und Schülerinnen einen kurzen Überblick über die verschiedenen psychischen Erkrankungen zu geben. Da haben wir vor allem den Burnout und Stresserkrankungen auch gemacht. Und das wäre die Einteilung. Wie werden psychische Erkrankungen, wie ist die Klassifikation, wie ist die Einteilung psychischer Erkrankungen, was gibt es alles. Da haben wir auch Beispiele dazu angeschaut und Kurzfilme gibt es da sehr viele. Da haben wir einfach einen Überblick gemacht, was gibt es alles für psychische Erkrankungen. Und wichtig ist dann wieder zu sagen den Schülern, passt auf, das ist etwas, was in der Wirtschaft tagtäglich natürlich irgendwo vorkommt. Ja, jeder, der irgendwann einmal von euch als Schüler
eine Führungsaufgabe wahrnimmt, der sollte schon über solche Dinge irgendwie Bescheid wissen. Ja? Weil sonst weiß er nicht, warum Mitarbeiter vielleicht Probleme haben, nicht funktionieren, demotiviert sein oder vielleicht überhaupt sich zurückziehen und dergleichen. Das wird dann noch einmal in der vierten natürlich dann mit Theorie, mit der Praxis dann verbunden. Dann haben wir noch als weiteres Beispiel die Psychologie der Gruppen. Psychologie der Gruppen, da geht es vor allen Dingen, da möchte ich jetzt auch noch ein kurzes Beispiel dazu zeigen, ein Filmbeispiel. Da haben wir gemacht Gruppendynamik, natürlich die ganzen Gruppenpositionen, was gibt es für Bereiche innerhalb von Gruppen, Führungspositionen und so weiter. Und da haben wir ein recht gutes Videobeispiel. Da geht es darum, dass ein Ton gespielt wird und alle Leute beginnen plötzlich aufzustehen, obwohl sie eigentlich nicht einmal wissen, warum. To answer that question, we sent a compared experiment to see if this one would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with us, or would you? After just 3 beats, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. What happens if we take the group away? Elaine, please. Now she's alone, the crowd is gone, and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat. Beispiel für Konformität und Gruppenkonformität. Dies ist der Film. Und dann abschließend noch als Bereich Medienpsychologie. Dynamik, Konformitätszwang in Gruppen, dass man sich der Mehrheit anschließt. Dann haben wir dazu das NASA-Experiment, ist vielleicht bekannt, findet man bei Planet Schule, ganz eine gute Vorlage, ist für die Schüler teilweise interessant, immer das zu machen auch. Da wäre die Vorlage, findet man Planet Schule, wie gesagt, unter Experimenten, sind andere Experimente auch noch drinnen, also das wäre von für Schüler teilweise interessant. Da ist die Aufgabe, man muss 15 Gegenstände in eine Reihenfolge bringen und je nach Wichtigkeit der Gegenstände, um den Weg zum Raumschiff, zum Mutterschiff zu überleben. Da lassen die Schüler dann zuerst eine Einzelauswertung, dann eine Auswertung in der Gruppe. Sie müssen sich auf ein Ergebnis einigen, das muss gleich sein, sie müssen auf ein gleiches Ergebnis kommen und es gibt dann einen Beobachter zu diesem Experiment dazu. Der muss dann ausfüllen, wer hat sich in die Diskussion eingebracht, wer war in einer führenden Position, wer hat die Diskussion übernommen, dass man am Schluss dann so ein Protokoll bekommt, wie ist die Gruppendynamik abgelaufen, was ist passiert in der Gruppe.
Jetzt haben wir noch ausgedruckt, eventuell, dass wir es austeilen oder nicht machen. Wir sind davon ausgegangen, dass das viele von euch kennen. Wir haben es deshalb nur ausgedruckt und können es dann austeilen. Wer es nicht kennt, soll sich einfach das nehmen mit der Lösung. Und das ist natürlich etwas, wo man die Schüler schon ein bisschen fangen kann, gell? Und wo sie dann diskutieren und wo man dann praktisch ihnen sagen kann, was hat denn das einmal mit Gruppendynamik und Beobachtung und dergleichen. Du nimmst den Schülern die Handys ab vor der Diskussion. Ja, ja, die nehmen wir ab. Ja, weil sonst schauen sie sofort nach. Ja. Genau, genau. Also sie haben die Lösung sofort. Genau. Das war das NASA-Experiment und dann gibt es noch das Ferienlager-Experiment, vielleicht ist es ebenfalls bekannt. Da geht es darum, dass sie zwei Gruppen in einem Ferienlager gegeneinander aufbringen durch verschiedene Sachen, die bekämpfen sich dann und am Schluss wird versucht, diese Gruppe wieder zu einer Einheit zusammenzubringen. Und das gelingt nur, indem sie ein gemeinsames Ziel haben. Also sie geben ihnen dann eine gemeinsame Aufgabe, die sie lösen müssen. Gut, und dann noch das Letzte von meiner Seite, Medienpsychologie. Im Bereich Medienpsychologie haben wir vor allen Dingen uns mit Mediennutzung, Medienwirkung beschäftigt. Da geht es um Gewalt in den Medien, um Mediensucht, um Online-Spiele und so weiter. Ich habe die Schüler in diesem Bereich einen Diskursvortrag ausarbeiten lassen. Das sind ein paar ihrer Themen. Da haben sie gerade 5 Minuten dazu gesprochen und das sind ganz tolle Sachen, die kommen über Mediensucht, Werbung, soziale Medien, einfach aus Sicht der Schüler. Das haben wir dann am Schluss noch gemacht. Ja, das wäre von meiner Seite alles. Wenn irgendwelche Fragen sind, bitte Gott. Zu dem Bereich Fragen natürlich. Von mir und macht dann weiter. Was man den Schülern immer mitteilen sollte, und das sollte irgendwie so als roter Leitfaden gelten, muss ich gerade zu Beginn eingehen, das ist, dass wir das nicht machen, die Psychologie und der Psychologie will, sondern diese Experimente, diese Versuche, die haben ja alle irgendwo einen Hintergrund. Man will das menschliche Wesen ergründen, man will mehr an den Mann, an die Frau bringen beim Verkauf, man möchte Gruppen besser handeln. Kaum jemand weiß, dass Levi mit dem Experiment eigentlich in einer Zeit gefallen ist, wo man versucht hat herauszubekommen, warum das Nazi-Deutschland so viele Anhänger gehabt hat. Gell? Man hat also dann Arbeitsgruppen geschaffen und hat also versucht, einmal herauszubekommen, wie verhalten sich Menschen in Gruppen? Was ist der bessere Führungsstil? Dass die Laissez-faire nicht von vornherein diese Gruppe so geplant war, sondern dass in eine Gruppe entglitten ist, die dann wo man dann beratschlagt hat, was tun wir mit der Gruppe, okay, lassen wir es einfach machen. Nicht? Und wir schauen, was herauskommt, mit einem negativen Ergebnis, wie wir heute wissen, das hat den Hintergrund. Und dann müssen wir schauen, dass wir die Schüler ein bisschen fangen. Dass man sagt, okay, diese Geschichten müssen wir erzählen, warum ist das eine oder andere immer interessant für die Wirtschaft, für das Leben dann. Die Wirtschaft meine ich jetzt einfach das echte Leben nach der Schule. Ob das jetzt ein NGO ist, wo sie dann später arbeiten, oder in der Wirtschaft, oder in einer Organisation, auch in der Kirche oder in der Caritas, auch gemeinnützige Organisationen müssen sich mit denselben Dingen auseinandersetzen, wenn sie Mitarbeiter dann haben. Mit Motivation, mit Führung, mit Produkten, Dienstleistungen, die sie an den Mann, an die Frau bringen. So, ich möchte jetzt als nächstes diese Brücke bauen, ja, zur Wirtschaft. Das heißt also von der allgemeinen Psychologie, die wir jetzt gerade von der Barbara gehört haben, das sind die Grundlagen. Und dann müssen wir den Schülern sagen, diese Grundlagen sind sehr, sehr wichtig, aber wir müssen auch wissen, für was. Das heißt also, wenn wir dann später zum Beispiel wissen wollen, wo brauchen wir es im täglichen Leben, dann müssen wir in der 4. und 5. Klasse andocken an das. Und da findet man manche Dinge dann wieder. Also zum Beispiel die Motivation, die wir zuerst ganz allgemein erklärt haben, oder das Gruppenverhalten, was wir ganz allgemein erklärt haben, das wird dann später in anderen Beispielen, in anderen Rubriken dann praktisch erklärt. Ich möchte natürlich jetzt da auch nicht alles euch näher bringen, sondern einfach ein paar exemplarische Dinge, damit man einmal ein bisschen einen Einblick in dieses Thema findet und zum Zweiten ein bisschen Methode sieht, wie könnte man es machen und natürlich auch vielleicht Literatur oder Links vielleicht sich dann auch mal näher anschauen kann. Als erstes, ich gehe jetzt einfach
zum Beispiel Personalentwicklung. Ich weiß, dass das im BWL natürlich ein Thema ist. Gell? Aber da geht es dann darum, zum Beispiel, dass man viel intensiver und tiefer in die Materie eintaucht. Dass man unter Personalentwicklung dann natürlich einfach einmal den Schülern die Struktur auch näher bringt, dass man ihnen sagt, welche Auswahlverfahren gibt es. Ich weiß, dass Sie das immer wissen mit Assessmentzentrum vergleichen, aber es war, hat noch nie jemand Ihnen gesagt, wie wirksam sind denn die Methoden. Ja? Mit welcher Zuverlässigkeit sind denn Auswahlverfahren denn dann in der Wissenschaft begründet? Und das ist dann etwas, was man da viel näher sieht. Und da sieht man also immer die Struktur in den Folien, wo Sie dann sich da was dazu schreiben können. Wie kommt man zu, woher weiß man überhaupt, dass eine neue Stelle ausgeschrieben ist? Welche Fragetechnik? Ja? Also wenn Sie zum Beispiel, ich sage jetzt auch mal als Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel Fragetechniken beim Bewerbungsgespräch sich anschaut, oder wenn Sie dann vielleicht auch in der Diplomarbeit irgendwelche Fragetechniken dann anwenden, dann sollen Sie wissen, dass man da große Fehler machen kann. Ja? Ein Beispiel, ein fast legendäres Beispiel, ist das Interview eines Reporters, damals mit Willy Brandt, das möchte ich als kurz vorspielen. Ich weiß nicht, ob Sie alle kennen, aber es ist immer interessant. Der Reporter hat im Prinzip sich die Fragen nicht überlegt und das merkt man gleich. War die Währungsfrage, die ungelöste europäische Währungsfrage, das schwierigste Problem dieser Konsultation? Ja. Und Sie haben dem Präsidenten keine Lösung von unserer Seite aus mit auf den Rückweg geben können? Doch. Haben Sie ihm die Termine genannt, die so wichtig sind? Die Termine, die Festlegung des Wechselkurses der D-Mark? Nein. Und Sie sind sicher, dass er trotzdem befriedigt war? Ja. Okay. Das sind Dinge, die Schüler auch gefallen und interessieren. Ja. Ein anderes Beispiel ist... Ich möchte nicht alle jetzt da natürlich vorspielen, aber vom Axel Springer Verlag ein Bewerbungsgespräch. Und da geht es immer im Hintergrund die Psychologie, gell? Dass man dann analysiert, was hat der falsch gemacht oder was passt. Frau Koller, schicken Sie bitte den nächsten Bewerber rein. Dankeschön. Hey, du. Krass, aber das ist ein Multiplayer-Channel. Also, das war jetzt echt, das war der Hammer. Nee, Frostwurf 48 oder auch? Ja, im Feierhammer. Ja, ich bin ein bisschen näher. Nee, nicht beteiligt damit. Nee, nee, mit dem Digga von Saurion. Bam, war das fett, ey, das war so eine geile Nummer. Was der eine Damage per Second gehabt hat, das kannst du dir nicht vorstellen, das war so krank, ey. Das war so was von krank, oder? Ja, gut, man kann sich das vorstellen, gell? Der vordere Film, den sage ich nicht, aber ich kann ihn kurz erklären. Da werden zwei Bewerber ausgespielt, gegeneinander. Diese Führungsperson, die das Bewerbungsgespräch dann führt, aber es geht nicht um Bewerbung, es geht um Mitarbeiterführung. Ja. Das kann ich auch bei bestehenden Mitarbeitern machen. Da sieht man dann, wie eine Kamera diese zwei Personen beobachtet, wie sie miteinander dann in Konkurrenz stehen. Und wenn dieser Interviewführer, der Vorgesetzte, den Raum verlässt, wie sie anfangen miteinander zu sprechen. Ja. Und das sind Dinge, die sind sehr, sehr interessant. Da unten, das ist übrigens der Artikel, wo ich das gesagt habe, Ausdauer schlägt Talent. Das ist jetzt auch zum Beispiel auslesen, wo es um diese, das ist ja für unsere Schüler interessant, dass man sagt, okay, wenn jemand die Matura macht, wenn er einen längeren Ausbildungsweg in Kauf nimmt und vielleicht nicht gleich sich mit der Lehre einlässt und da gleich Geld verdient, vielleicht gibt es dann später die Belohnung, so wie beim Marshmallow. Ja, und so kann man den Schüler das dann ein bisschen näher bringen. Das ist der Bereich Personalauswahl. Entwicklung, dann gehe ich ein auf Motivation. Das habe ich bereits gesagt, ganz am Anfang. Ich kann das gar nicht mehr hören, wenn ich Leute die Maslow-Pyramide dann von den Schülern vorgestellt kriege. Und sie haben sie trotzdem nicht verstanden. Vielleicht auch, wenn wir ihnen nicht richtig beibringen. Wenn ich dann bei einer Matura frage, welche Stufe will der Mensch erreichen, kommt immer die oberste Stufe. Weil es ein schlechter Blödsinn ist. Gell? Je nachdem aus welcher Ausgangssituation, einfach will jeder die nächste Stufe erreichen. Und dann die nächste, das stimmt, aber ganz oben, fragen Sie mal jemanden, der im Kongo wohnt, ob er die Selbstverwirklichung haben will, wenn er nichts gemessen hat. Also das heißt, die Schüler haben das nicht wirklich verstanden. Und da gehen wir, ich meine, das ist ja so, man sieht manchmal so Blasen, das sind Fragen, die man so als Einstieg verwenden könnte. Dass die Schüler jetzt da ausarbeiten lassen, was ist die Motivation, in die Schule zu gehen? Warum lernt man? Warum setzt man sich mit der ganzen Materie auseinander? Und dann geht es da weiter. Zum Beispiel, dass man Ihnen ganz konkrete Beispiele nennt, was die Motivation ausmacht. Heutige Beispiele, also da zum Beispiel der Kennedy, das
kennen wir, die Typen kennen die ja gar nicht. Ja. Man kann ihnen aber kurz Bild zeigen, das ist also ein Apollo-Programm. Der hat einfach in seiner Rede 7 Jahre vorher gesagt, wir bringen Menschen auf den Mond. Ein Satz. Ja. Was dieser Satz bewirkt in der Motivation, dass eine ganze Nation auf ein Ziel hinarbeitet, das müssen die Schüler verstehen. Ja. Der Obama, yes we can. Ja, und all, bitte. Der Trump sagt, das ist etwas ganz anderes, American first. Aber man muss sagen, er hat natürlich auch Erfolg. Ja, das muss man einfach sagen, auch wenn es das passt oder nicht. Und das müssen wir den Schülern sagen. Da kann man noch so viel Theorie hineinbringen, da kann man ihnen noch so sagen, wir motivieren euch nicht, dann kommen irgendwelche Maslow. Ja, das ist nicht der Fall. Wir müssen ihnen sagen, pass auf, ihr braucht charismatische Führer. Ihr braucht, müsst auch in einem Unternehmen versuchen, die richtigen Leute rauszusuchen. Ja, die an die richtige Stelle bringen. Dann habt ihr Führung. Da, der Kennedy hat das übrigens gar nicht mehr erlebt, ja. Aber aus damaliger Sicht, also ich habe das dann noch recherchiert, ungefähr 24 Milliarden Dollar zur damaligen Zeit. Das ist ein horrender Betrag und alle und niemand hat das in Frage gestellt. Ja, heutzutage, wenn irgendwelche paar Millionen ausgeben werden, dann ist sofort jemand da und sagt, ja, ist das überhaupt gerechtfertigt? Und da geht es um Motivation. Wenn man da jetzt weiterschaut, da ist also zum Beispiel jetzt die Motivation und die Volition, also die Durchsetzungsfähigkeit. Der Unterschied wird da näher erklärt. Also es gibt motivierte Menschen, bringen trotzdem nichts weiter. Ja, und da kommt die Volition nachher ins Gespräch. Und da sieht man dann die Modelle natürlich von Maslow und Herzberg. Das sollte eigentlich nur eine Wiederholung sein, aus dem BWL-Unterricht. Und dann geht es aber weiter zu anderen Modellen. Ja. Da gibt es also dann die Theorie XY nach McGregor, dann gibt es also im Prinzip Prozesstheorien und es gibt also statische Theorien. Das geht weiter bis zu den Weiß-Lebensmotiven. Da kann man auch die Schüler fragen, in welcher Reihenfolge würden ihr das bringen, nicht? Was ist für euch wichtig? Und sie dann ein bisschen provozieren. Wenn, die, am meisten kommt heutzutage, wenn die Schüler fragt, was ist das Lebensmotiv, was möchtest du machen, dann heißt es immer ein Ausbild. Ich sage dann immer, das ist aber vorprogrammierte Altersarmut. Ja? Und dann fangen sie mal an denken. Das heißt, wenn ich sage, ich nehme das mal ganz gechillt, ja? Work-Life-Balance, ja? Dann sage ich, okay, aber wenn ihr später dann diese Arbeitszeiten nicht habt und das nicht nachvollziehen könnt, habt ihr auch Altersarmut. Ja? Dann fange ich erst an nachdenken, nicht? Was ist das Motiv? Warum arbeite ich denn? Nicht? Was will ich denn da machen? Und dann geht es weiter, zum Beispiel, einfach so schnell weiter, das Rubicon-Modell. Das erklärt, also wenn jetzt zum Beispiel auf einer Weihnachtsfeier, ich nehme das Beispiel, ja, ihr kennt das vielleicht, es gibt eine Weihnachtsfeier, da gibt es Mitarbeiter, die konzentrieren sich auf diesen Zeitpunkt hin und dann sagen sie dem Chef einmal alles ein, ja, was alles unter mir angefallen ist. Das ist eine Art Rubicon-Modell. Ja. Rubicon, ich erzähle das immer den Schülern mit, also mit Geschichten. Ja. Rubicon heißt, der Cäsar hat den Rubicon, das war ein Fluss, überschritten und genau gewusst, nach Rom darf er mit einer Armee nicht marschieren. Und wenn er den Rubicon überschreitet, dann gibt es einfach Zorres. Ja. Die Römer haben immer geregelt gehabt, eine Armee darf nicht nach Rom marschieren. Und der Cäsar hat das gemacht. Das heißt, es hat keinen Zurückweg. Und in der Wirtschaft sehen wir das immer wieder. Das führt dann zu einer Kündigung, zu, bis hin natürlich zum Selbstmord. Die Menschen lassen sich manchmal keinen Ausweg. Also so symbolisch gesprochen, die gehen auf ein Sprungbrett mit 10 Meter Turm und überlegen sich nicht, ob sie, wenn sie das nicht sehen, also nicht sehen wollen, ob sie irgendwie zurückkommen wieder. Gell? Und wenn jemand bei der Weihnachtsfeier alles ausgesagt und das in einer beleidigenden Art und Weise, dann war es ja genauso. Und am 1. Jänner bin ich einfach nicht mehr da drin. Und das sollte man den Schülern, sie sollten ein bisschen Interesse dafür haben, gell? Dass man da, und da gibt es halt ein paar andere Sachen an. Dann ein weiteres Beispiel. Mit Leistung, mit Urteilung zum Beispiel, ja, Mitarbeiterleistung, da sieht man dann auch wieder verschiedene Sachen, die Schüler nicht alles auswendig kennen. Das sind die Urteilungsfehler. Alle Schüler wollen irgendwann eine Karriere machen. Die müssen irgendwann einmal auch Menschen beurteilen. Wir Lehrer machen das jeden Tag und alle sind der Meinung, wir machen das eh objektiv und fair und transparent. Die Schüler müssen aber fragen, ob die auch der Meinung sind, ob das fair und transparent und vergleichbar ist. Gell? Da werden sie auch ganz andere, mitunter auch ganz andere Sachen kommen. Die sind also ganz anderer Meinung. Und da geht es natürlich um einen weiteren Bereich, Entlohnungsgerechtigkeit. Ich werde also nur so ein paar Beispiele nennen. Nicht? Wenn wir jetzt da wieder auf die Psychologie, das geht natürlich in den Rahmen dann über den Bereich Ethik, ja? Philosophie, wenn wir über Entlohnungsgerechtigkeit reden mit den Schülern. Und da habe ich zum Beispiel jetzt einen Bereich Initiative, die meisten haben es mitgekriegt, in der Schweiz 1 zu 12. Ja, also der
Höchste Mitarbeiter darf nicht mehr als das 12-fache des untersten Mitarbeiters auf dieser Lohnstufe verdienen. Da haben Sie vor einer Erinnerung. Das war eine Volksabstimmung in der Schweiz. Und zwar, ich glaube, das war schon 2013. Und das lasse ich mal die Schüler diskutieren, welcher Meinung sie sind. Und dann lasse ich das durchlesen, den Artikel, aber da steht nämlich zum Beispiel drin, dass wenn man diese Initiative, die übrigens abgelehnt worden ist von den Schweizern, wenn man die natürlich dann durchgehen lässt, dann steht weiter unten, es gibt Berechnungen, dass die Schweiz 4,5 Milliarden Franken verlieren würde. Dass die Lohnsteuer bei den anderen Verdienern angehoben werden müsste, bei den Normalverdienern. Weil da verdienen so viele Leute so viel Geld, dass die allein die Lohnsteuer von diesen Höchstverdienern 4,5 Milliarden Franken ausmacht. Und da muss man sich überlegen, ob das dann sozial ist, denen diese Entlohnung dann zu verwehren und bei den anderen den Steuersatz zu erhöhen und gleichzeitig zu gefährden den Wirtschaftsstandort Schweiz, vielleicht, dass man nicht mehr die besten Menschen kriegt, Frauen und Männer, dass man vielleicht riskiert, dass die Firmen das nicht in ihre Mitarbeiter auszahlen und die wieder Steuer zahlen, sondern dass die das einfach in ihren Gewinn erhöhen, weil sie nicht mehr so viel zahlen müssen und gleichzeitig geben diese Wirtschaftsbetriebe, die Quassen, geben dieses Geld dann auf die Inseln oder auf die Bahamas oder sonst was. Da muss man einfach sagen, dann lieber in der Schweiz. Das nehme ich einfach in Kauf. Das ist ja eine provokante Frage. Ja? Aber da kann man die Schüler fangen mit solchen Dingen. Weil sie natürlich zuerst immer alle sagen, ja, Sauerei. Ja, und sich das gar nicht überlegen. Und dann gibt es da, die Barbara hat es bereits mal erwähnt, da gibt es das kleine Schule. Da gibt es natürlich dann, wenn man da hingeht, auf diese Website, da gibt es bis hin, ich kriege es jetzt kurz an, also Unterrichtsmaterial, ja, alles Mögliche, bis hin zu, wenn man jetzt im Unterricht geht, zu Unterrichtsvorbereitungen von den Themen, Sekundarstufe 2, und dann bis hin zu also Arbeitsblätter, dann gibt es auch vom Brecht, der Richard David Brecht, über Leistung, das kann man jetzt entweder im Unterricht anschauen, wenn es nicht so lange geht, das muss man sich halt vorher mal anschauen, oder auch den Schülern mal. Nicht immer, aber auch so als Aufgabe geben, dass sie sich das anschauen. Und einmal auch einen Philosophen, der ja sehr populär ist und der auch verständlich ist, schon mal anrufen und dann sieht, welche Probleme gibt es denn da in der Entlohnung, in der Leistung und anderen Dingen. Gibt es Fragen bisher? Gut, wenn es keine Fragen gibt, dann kurz zur Aufbauorganisation. Da ist jetzt wieder das Gleiche. Wir machen die BWL. Die Matrixorganisation, wir machen die Stabilisorganisation, wir machen die Spaltenorganisation und dann bleiben wir stehen. Und übersehen, dass es einfach Organisationen in der Wirtschaft gibt, die haben mit dem sehr, sehr wenig am Hut. Ja. Fragen wir mal ein Krankenhaus, fragen wir mal eine Hollywood-Produktion, wo es um Milliarden geht, was die für Organisationen haben. Ja. Und dann werden wir sehen, dass wir da gleich einmal ans Ding anschauen. Ja. Und da könnten wir dann, und wir machen das dann, einfach andere in der Wissenschaft bereits seit Jahrzehnten gängige Modelle, zum Beispiel da vom Linzberg, Ihnen näher bringen. Das heißt, das eine, traditionelle Strukturen, das können Sie. Wir wiederholen das nur, damit Sie einfach einmal den Bezugspunkt, den Anschlusspunkt dann sehen. Aber es geht dann weiter, dass man, das ist ja das Beispiel, also die Organisationsmodelle anschauen, das ist ein Film. Und dann geht es aber weiter, dass wir Ihnen andere Modelle zeigen, hier zum Beispiel der Winsberg Ihnen da gebracht hat. Das ist also eine Wiederholung. Und dann gehe ich hin, wo es zum Beispiel um Infrastruktur, industrielle Bürokratie und Expertokratie, zum Beispiel in den Krankenhäusern. Winsberg ist ganz ein bekannter Wissenschaftler, ein kanadischer, der also Organisationsentwicklung betrieben hat. Und für ihn stammt aus, oder der Satz, dass er, wie er angefangen hat in den 70er Jahren, hat es über Wirtschafts- und Organisationspsychologie noch kein einziges Studium gegeben im amerikanischen Raum. Und er hat es dann begründet und hat also versucht, durch verschiedene Studien Organisationen miteinander zu vergleichen und einmal die Unterschiede herauszubekommen. Dann gibt es einen Teil Organisationsentwicklung, das ich jetzt nicht näher bringe. Und da sieht man dann auch zum Beispiel, das habe ich auch schon noch, was bewirken disruptive Veränderungen in der Wirtschaft, in der Organisation. Wir haben das in der Schule momentan. Wir haben eine Organisationsentwicklung, eine Verwaltungsreform, die mehr oder weniger disruptiv ist, also komplett alles über den Haufen wirft. Ich will jetzt nicht diskutieren, ob das gut oder schlecht ist, aber man sieht, dass das komplett neu ist.
Und dann könnte man, die Schüler haben jetzt da wenig Ahnung, aber man kann mit anderen Dingen zum Beispiel sich fangen, indem ich zum Beispiel, Aufbauorganisation ganz am Anfang, jetzt ist da, gell? Das Manhattan-Projekt, kennt das jemand? Ja, das Manhattan-Projekt ist, ich möchte die Schüler immer fangen mit der Geschichte. Gell? Zweiter Weltkrieg, die Amerikaner haben mitgekriegt, dass die Deutschen kurz vor der Atombombe, vor der Erfindung der Atombombe sind. Gell? Dann haben sie das Manhattan-Projekt aus der Welt gestampft. In Alabama, glaube ich, war das, also, oder New Mexico, haben sie dieses Forschungszentrum, das Manhattan-Projekt, in höchster Geheimhaltung gemacht. Mit, ich glaube, 150.000 Menschen unter Geheimhaltung haben in dem Manhattan-Projekt die Atombombe entworfen, die dann auf Japan abgeworfen worden ist. Ich kann den Bezug zur Geschichte dann herbringen und dann kann ich die Schüler ein bisschen fangen, weil sie das natürlich kennen. Und dann frage ich sie mal, wie kann man sich denn das vorstellen? Ja, wie organisiert denn das? Jetzt kannst du nicht mehr sagen, Matrix und Stablinienorganisation. Ja? Weil das muss ich innerhalb von kurzer Zeit muss ich sowas organisieren. Und dann sollte sich mal überlegen, was für eine. Und dann muss ich Wissenschaftler, das sind ja alles gestandene Leute, ja, die sind ja, die lassen sich nicht einfach in eine Hierarchie einstufen und sagen, okay, du musst. Ja, sondern die wollen selbstständig arbeiten. Und trotzdem müssen sie im Team zusammenarbeiten. Dann kommt die Motivation wieder dazu. Nicht? Was motiviert die? Muss ich den gut zahlen? Oder sagen sie, sie leisten einen Beitrag für ihr Land? Und solche Dinge kann man dann mit ihnen besprechen und behandeln. Jetzt gehe ich zum fünften Jahrgang. Im fünften Jahrgang geht es dann um den Bereich Führung, Führungsverhalten. Das habe ich schon erwähnt, ja, bitte nicht dann die drei Führungsstile. Also das ist nur vielleicht ein Anknüpfungspunkt. Aber dann geht es erst los. Und dann geht es weiter über Führung. In Theorien, in HROs, das sind High Risk Organizations, da bin ich leid drauf zu sprechen, dann Gruppenverhalten, Kommunikation in Organisationen und dann geht es natürlich um Bereiche, die auch sehr ethisch sind. Wenn man über Compliance redet, alle unsere Schüler, die dann später in Unternehmen arbeiten, werden sich mit Compliance-Regeln auseinandersetzen müssen. Ja? Da muss man ihnen aber sagen, da geht es um Ethik, ja? Da geht es um zum Beispiel Unverschämtheit von manchen Führungspersonen, ja. Um Korruption, um alles Mögliche, was sie da einmal zumindest einmal mitkriegen, dass man da schon drauf achtet. Und nicht sagen so, und jetzt bin ich unantastbar, ich habe eine Führungsperson, Führungsrolle in meiner Person in irgendeinem Unternehmen und hinter mir sind alle wurscht. Ja. Und das, glaube ich, ist etwas, was man ihnen schon mitgeben sollte. Es geht dann um Wirtschafts- und Organisationsethik und Globalisierung und die Auswirkungen. Das ist dann praktisch das Ende dieser drei Jahre. Da ist wieder Literatur. Da sind also mehrere solche Bücher über Führung. Und das geht einfach, also das ist etwas, was man schon wissen muss. Wenn man das unterrichtet, muss man sich einlesen. Ja. Wenn man sagt, ich habe irgendwann einmal Wirtschaftspädagogik studiert und ich habe hier was über Führung gehört, ich habe die drei Führungsstile quasi innen auswendig, dann muss ich sagen, ich habe keinen Platz. Ja. Man muss sich Zeit nehmen, man muss etwas lesen, man muss auch verschiedene Sichtweisen oder unter verschiedenen Sichtweisen an das Thema herangehen. Wenn man dann, bei uns sieht man zum Beispiel in Alexander den Großen, da nimmt man wieder die Geschichte her, ja, ich kann ja Ausschnitte von der Schlacht bei Issos zum Beispiel sagen, dass man ihnen mal vor Augen hält, was heißt denn das jetzt, wenn ich mit zum Beispiel 50.000 Mann mit der ganzen Entourage nach Indien gehe, in der damaligen Zeit, ohne Handy. Ja. Dass man ihnen das mal sagt, was heißt das in der Organisation? Ja? Wie bringt das der Alexander der Große, ein interessantes Buch, ja? Wie bringt er das dazu, dass alle seine eroberten Völker, entweder macht er sie nieder oder sie sind auf seiner Seite. Und dann muss man ihn, und das steht recht gut, ob das jetzt immer alles eins zu eins so war, das stelle ich mal beiseite. Ja? Aber es ist ganz interessant, da steht zum Beispiel drinnen, dass man sich die Mitarbeiter, wenn man eine Führungsposition übernimmt, einfach einmal um die Mitarbeiter kümmern muss. Es gibt ein Buch von Reinhard Haller, das Wunder der Wertschätzung. Da hat das jemand gelesen. Ja? Und das spielt in die gleiche Richtung. Ja? Ich muss die Wertschätzung den Mitarbeitern dadurch einmal entgegenbringen. Bei Alexander den Großen zum Beispiel sagt man, dass er sich vorher schon erkundigt hat über diese Leute, die dann unter ihm auch gekämpft haben und hat sie auch per Namen angesprochen und mit ihnen auch darüber geredet,
was, wer sie sind und wo sie her sind und was sie will und so weiter. Gell? Nicht einfach gesagt, so, jetzt haben wir euch erobert und jetzt gehen alle hinter mir her. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist wurscht, ich will weiter sie das. Weil die wissen immer, wer der Alexander der Große war. Ja, und dann haben sie einen Aufhängungspunkt zu irgendwelchen praktischen Führungsarbeiten. Und dann gibt es zum Beispiel den Schweinsberg, anständig führen, das ist ganz interessant, da geht es auch wieder um Ethik, ja, in Führen. Und dann gibt es zum Beispiel, das habe ich umgegeben, auch dieses, das unerwartete Managen, wo man dann zum Beispiel jetzt, auf das gehen wir kurz später ein, einfach einmal sieht, andere Organisationen, also jetzt nicht immer dann diese Stalin-Organisation, sondern wie funktioniert ein Atomkraftwerk? Ja? Wie organisiert man einen Flugzeugträger? Wie organisiert man ein Krankenhaus mit was ich was für komplizierten Organisationen, Operationen als Organisation? Und wenn man ihnen das so vor Augen führt, dann fangen sie erstmal nachdenken an, was heißt denn Organisation? Ich rede jetzt immer noch von Aufbauorganisationen, nicht von Ablauforganisationen. Und wenn ich jetzt da eines herausnehme, oder zwei, drei möchte ich euch näher bringen, und zwar Führung, Führungstheorien, da tue ich die Folie jetzt daher. Wir haben in unserem BWL-Unterricht, sind wir eigentlich da stehen geblieben. Bei den Führungsstilen. Die allermeisten. Ich will jetzt niemandem was unterstellen. Ja. Aber ich merke das bei den Matura so sitzen. Es geht also Eigenschaftstheorie, das sind also damals die Könige, das ist bei Erdboden, das ist jetzt fast überall vorbei, nicht überall. Dann gibt es die Führungsstile. Dann muss man aber sagen, das ist alles veraltet. Das heißt nicht, dass es über Bord geworfen wird, aber die Forschung ist schon viele, viele, viele Schritte weiter und sagt, das hat schon was für sich. Ja. Aber ich kann die Schüler provozieren. Ich kann sagen, okay, was ist der beste Führungsstil? Das darf, was immer rauskommt, demokratisch partizipativ, weil es klingt einfach gut. Ja. Und es traut sich ja keiner sagen, autoritär. Dann sage ich, okay, jetzt stell dir vor, du liegst jetzt da im Operationssaal, gell, und jetzt fängt der Arzt mit der Schwester an zu diskutieren, wie sollen wir es jetzt machen. Gell. Ist das autoritär, ist das demokratisch, stimmen sie ab, machen sie halt so oder so? Oder was macht der Notarzt beim Verkehrsunfall? Geht er mit denen demokratisch um, mit seinen Helfern? Oder macht er das ziemlich autoritär? Und was ist gescheiter? Da fange ich zuerst an zu denken, dass das nicht immer gilt. Als, was macht eine zum Beispiel eine Geiselbefreiungseinheit? Was tut denn die? Die diskutieren auch nicht darüber, wie sie jetzt heute vorgehen. Sondern es gibt genaue Strukturen, was man ihnen was sagen muss. Es gibt Substitute dafür, und die trainieren das vor. Die machen das partizipativ, wenn sie Zeit haben. Wenn aber der Faktor Zeit eine Rolle spielt, wenn die Komplexität eine Rolle spielt, dann muss sie einfach anders in der Führung sein. Und das muss man ihnen näher bringen. Und dann gibt es halt so verschiedene Theorien, die dann auf den unteren Folien ihnen wieder näher gebracht werden. Wenn man jetzt da, das ist also dann, da sind die Führungsstile drin, auch Liebein mit Filmen und andere Dinge, ja, Situations und so weiter. Ja, das ist also alles drin, da können die Schüler sich Notizen machen. Dann habe ich da ein Beispiel von BASF. Ich glaube, die meisten kennen das Wettrennen zum Südpol. Da war der Amundsen, ja, gegen Scott. Und da gibt es einen Film, kennt ihr den? Von BASF, ja, also riesige Firma. Und die haben das verglichen. Was hat der Amundsen richtig gemacht, dass er gewonnen hat? Und was hat der Scott falsch gemacht, dass er verloren hat? In ihrer Führungsrolle. Das ist interessant. Der Film geht ungefähr 15 Minuten, den würde ich dringend empfehlen, sich anzuschauen mit dem Schüler. Weil da sehen Sie mal, was der Führungsstil ausmacht, was die Planung ausmacht, was die Substitute der Führung ausmachen, wie man mit Menschen umgeht und so. Und das gibt es auch ausgearbeitet, ist nicht mein Werk, sondern wieder von dieser Firma BASF, die einzelnen Elemente dieses Filmes. Also, wer hat welches Risiko eingegangen? Wer hat da wo besser agiert von diesen beiden? Wie hat sich jemand definiert in seiner Führung? Was waren seine Tätigkeiten? Was war das Ziel? Ganz wichtig, was war das Motiv? Ja, die Motivation für irgendwas. Bitte. BASF, glaube ich, war das, ja. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube von der Firma. Das habe ich mal beim Seminar kennengelernt. Und vielleicht ist ein Film drin, das muss ich jetzt mal schauen. Vielleicht ist es irgendwo in den Rauschbanken. Das Wichtigste, dass man seine Arbeit ernst nehmen muss, dass man sie planen muss, dass man ein Zielverhalten hat und dass man einfach mit einer gewissen Ausdauer da hineingeht. Ich habe es schon darüber nachspannend, aber kann man leider nicht wissen. Okay? Das wäre jetzt im Bereich der Führung. Dann
das ist etwas, was für die Schüler oft interessant ist, dann sage ich, okay, und wir wollen, die Frage wird zuerst gestellt, wir wollen jetzt, oder wie würdet ihr einen Flugzeugträger organisieren? Ein Flugzeugträger ist eine schwimmende Stadt mit ca. 5.000 bis 6.000 Personen, mit meistens Atomgetrieben, mit einem Flugverkehr wie einem Riesenflughafen und kann jederzeit aus der Luft, zu Wasser und unter Wasser angegriffen werden. So, und wir organisieren jetzt das. Das steht zum Beispiel in diesem Buch, das hat zur Lesung gehen lassen, Unerwartetes Management. Ja? Da liegt es, genau. Und da steht drin, dass man einfach achtsam sein muss. Ja? Dass man einfach schauen muss. Das heißt, auf einem Flugzeugträger muss man zum Beispiel, muss jeder einfach mitschauen. Da werden zum Beispiel Starts und Landungen bis in den Speisesaal bei den Amerikanern übertragen, damit jeder einen Fehler sieht. Aber nicht um, so wie in Österreich dann sagen, schau her, was der wieder verzapft, sondern dass alle in dieser Datenbank, wo das auch dann eingetragen wird, nachlesen können, was könnte alles passieren. Weil allein wenn ein Schrauben auf der Startfläche liegt, liegen bleibt und den hebt einer nicht auf, kann das für den nächsten startenden Träger ein Dilemma sein. Ja? Und wie man natürlich die Schüler auch versucht, in das Thema hineinzubringen, das sieht man da, also die HROs, das ist jetzt ein bisschen ein Auszug, damit sie sehen, dass die Welt nicht aufhört bei der Stablinienorganisation. Ja? Und dass die Matrixorganisation nicht kompliziert wird. Weil meistens haben sie, mit der Stabilorganisation fühlen sie sich sicher. Ja, da gibt es halt so die Stäbe und genau die Hierarchien. Keiner will da zwar drin arbeiten, lieber Matrixorganisation, aber wenn ich sage, erklären Sie Matrixorganisation, dann sind sie schon sehr unsicher. Und wenn man jetzt da reingeht, dann sieht man, dass die Welt aus Bo-Inseln besteht, aus Berufsfeuerwehren, die Waldbrände löschen müssen, zum Beispiel beim Manhattan-Projekt, das war in Los Alamos, das geht immer noch. Ja. Das hat also da, das ist ihnen völlig außer Kontrolle geraten, das ist in dem Buch beschrieben, das ist äußerst interessant. Dann gibt es Befreiungsteams, es gibt OP-Teams, es gibt Flugzeugträger, Atomkraftwerke, die Flugüberwachung und dergleichen. Und dann muss ich mal überlegen, Formel-1-Team, wie funktioniert denn sowas? Ja, da habe ich alle Spezialisten, da kann ich nicht sagen, es gibt einen Chef, der Dr. Wolf, und der sagt alles, wie das geht. Ja, sondern das muss dann von denen gemeinsam ausgearbeitet werden, ich muss eine Organisationsform finden. Und dann habe ich überall Filme dazu, die ein bisschen als Einstieg gelten sollen. Oder da ein Einstieg sein sollten. Ich habe geschaut, dass ich immer nur ein paar Minuten, ja, dass man also nicht da stundenlang schaut. Nur um einen sagen, ich gehe auf den Flugzeugträger nochmal. Es ist einer der härtesten Arbeitsplätze der Welt. Einer der krassesten Orte, an dem ich je war. 1,8 Hektar bewegliches US-amerikanisches Hoheitsgebiet. Ich werde so einen großen Bereich managen. Ich will ständig irgendwas von dir. Über 5000 Menschen halten alles am Laufen. Wir sind eine schwimmende Stadt. Es muss man bewusst sein, dass es nicht sein kann, dass da so sagt. Dass es nicht sein kann, dass sie zwei Sitzen haben. Übrigens, was man das sagen wie das ja, ist, der einzige Flugzeugträger, wo es neu so gibt, ist natürlich ein Großvor. Und die haben einmal am Tag ein Glas Wein trinkt. Was ich damit jetzt sagen will mit den Filmen, das ist ein bisschen ein Einstieg da drin, dass die Schüler einfach mal geöffnet werden. Ja, wenn ich einfach das nur mit Statistik oder mit irgendwelchen Grafiken bei Ihnen sage, dann haben Sie gleich einmal, oder können Sie gleich einmal glauben. Und so kann ich Ihnen ein bisschen eine Welt öffnen, und das geht halt super, nicht mit YouTube und Co., dass ich Ihnen einfach bestimmte Dinge zeige und näher bringe. Gut, dann über Substitute der Führung und so weiter, was klappt. Glaubt ihr, wie viel Teil der Führung wird substituiert? Ist der Begriff Ihnen klar? Ja? Also keine direkte Führung von Menschen. Verstehst du? Es geht ja viel zu wenig in unserem Unterricht über. Was sagt der Zoll? Wie viel wird substituiert? Durch Regeln, Normen. 90%. Man sagt also über 90%. Jeder, der irgendeine Führungstätigkeit hat, wäre völlig überfordert, wenn er 100% der Führungsarbeit übernehmen müsste. Das würde bedeuten, dass ich als Direktor jeden Tag einen neuen Stundenplan ausarbeiten muss und jedem Lehrer sagen muss, wo er jetzt heute unterrichtet. Der Stundenplan ist ein Führungssubstitut. Wenn ich einen Verkäufer hernehme, der in einem Unternehmen arbeitet, dann muss der gewisse Spielräume haben. Nicht zum Beispiel bis zu 3% Rabatt darf er selber geben. Weil wenn ich wegen jedem Rabatt und jedem Kunden, der verhandeln will, wegen jeder Kleinigkeit, den dann immer zu dem Nächstführer, also Vorgesetzten schickt,
dann sind die völlig überfordert. Ja? Und genauso funktioniert ein OP-Team in einer Notoperation. Das ist alles bereits von vornherein durch Substitute, durch Regeln, durch Maßnahmen, die vorher abgesprochen worden sind, ist das substituiert. Das soll den Schülern auch klar sein. Ja? Weil meistens sieht man nur den großen Führer und sieht nicht das System, das dahinter geschaffen wurde. Ja? Gute Führungsarbeit besteht darin, dass sie auch funktioniert, wenn der Führer nicht da ist oder die Führerin. Ja? Ich möchte nicht lange Gedanken werfen, ich hoffe, das funktioniert. Aber das ist das Wichtigste. Ja? Das muss man den Schülern auch mitteilen. Und dann noch zum Schluss ein Bereich, der ganz wichtig ist, wenn ich Führungsarbeit irgendwann im Unternehmen habe. Wichtig ist alles, aber das, was man jetzt da noch kurz vorstellen, ist die Gruppen und Gruppenverhalten. Also, bestens. Bei diesem Gruppenverhalten sollten die Schüler und Schülerinnen merken, dass das etwas ist, was sich die meisten, alle, die in der Führungstätigkeit haben, sich mit dem auseinandersetzen müssen. Ja? Und mit dem natürlich konfrontiert sein. Das formelle Gruppen sein, informelle, das lernen wir in Bewegung bringen. Aber da geht es dann noch weiter. Nicht? Warum gibt es einen Nomen? Was passiert? Das ist ein Idiosynkratiekredit oder solche Dinge. Ja? Also wie weit darf jemand sich von der Gruppe entfernen? Wie weit darf er die Normen überspannen? Was mache ich denn, wenn eine Gruppe sehr hochkohäsiv ist, ja? Aber negative Normen hat? Wie kann ich denn das erstens einmal verhindern und wenn es aber auftritt, wie kann ich zum Beispiel, das ist weiter unten behandelt, das heißt, diese Begriffe werden da noch im Näheren behandelt. Es wird über den normalen BWL-Unterricht in den meisten Fällen, außer jemand hat es wirklich so intensiv gemacht, weit darüber hinaus. Und wenn ich dann zum Beispiel jetzt, da sieht man jetzt zum Beispiel Konformität nicht, wenn man den Schülern vor Augen führt, ein Foto von Vorstandsvorsitzenden, so war es vor 20, 30, 14 Jahren, das ist ein Foto von Raumschiff Enterprise, das ist außer der Uniform, sind die überhaupt nicht konform. Und arbeiten trotzdem sehr gut zusammen. Und da kommen die Schüler dann ein bisschen fangen. Nicht? Warum funktioniert denn das? Nicht? Was muss wer machen? Ja? Was sind für Zwänge da? Und weiter unten noch, ganz zum Schluss, sieht man zum Beispiel, was muss ich machen, wenn ich zum Beispiel jetzt Gruppennormen habe, die positiv sind, negativ, die kohäsiv, hochkohäsiv sind oder schwach kohäsiv. Nicht? Was, das seht ihr weiter unten, was kann ich machen, um als Führungsperson dann Einfluss zu nehmen auf die eine oder andere Gruppe. Wie muss ich sie denn trennen, weil die machen mich fertig. Wenn ich Führungsperson bin, das muss man den Schülern sagen, und ich habe eine hochkohäsive Gruppe mit negativen Gruppennormen, dann bin ich als Vorgesetzter ein Armhund, weil die machen mich fertig, bis ich das lasse. Und dann muss ich das rechtzeitig erkennen. Und das geht natürlich über den normalen BWL-Unterricht. Natürlich hinaus. So, jetzt bin ich eigentlich am Ende. Das Wichtigste, also was mir wichtig war, ist, dass Sie euch allen Lust auf Wirtschafts- und Organisationspsychologie gemacht haben. Ja? Und dass man sieht, wie wichtig das für unsere Schüler und Schülerinnen ist und wäre, ja? Weil alle Kräfte sind. Das haben wir vielen Dank für Ihre Fragen zur Verfügung. So geht Motivation. Cool. Gibt es Fragen noch? Ja, ich hätte noch einen wichtigen Hinweis. Mir erscheint es ganz wichtig, dass es nicht ein Lehrbuch gibt. Ansonsten verfallen wir wieder in das alte Paradigma. Und deswegen wäre es so wichtig, dass man sagt, Erfahrungsorientierung. Lernen tun die Schüler nur, wenn sie es selber machen. Wie gestern der Meister vom Wein. Jeder Schüler macht seinen eigenen Wein. Nur dadurch lernen sie was. Sie müssen diese Experimente selber durchführen. Oder das Interessante, was mir noch bei Scott und Emerson aufgefallen ist, man muss nicht nur den Wettbewerb als Kategorie, ich könnte da auch vom Sir Shackleton den Film zeigen, der hat den Südpol nicht erreicht, aber hat seine ganze Mannschaft gesund zurückgebracht. Das ist ein Zeichen von Führung und von Teamentwicklung. Also man kann den Schülern nicht nur sagen, im Wettbewerb liegt das Ziel, sondern genauso kann der Weg das Ziel sein. Und deswegen muss es offen sein für Erfahrungsräume, denn nur so lernen die jungen Menschen was. Und wir müssen uns von diesem allein kognitiven Bereich, wir predigen und dann prüfen wir das ab, das ist Vergangenheit. Wir leben von der bibliophilen Gesellschaft hin zu einer googelten
Und da hat es keinen Sinn mehr, Fakten irgendwo vorzutragen und abzuprüfen. Ja? Das wäre wichtig. Kein Lehrbuch, sondern so wie wir es jetzt machen, den Rahmen abstecken, Erfahrungsaustausch, wieder zurück in die Werkstätte und mit den jungen Menschen üben und erproben. Und was da wichtig ist, ist, dass man wirklich nicht, man kann nicht sagen, im Herbst fange ich jetzt an unterrichten und da gibt es ein Lehrbuch und dann nehme ich das einfach her. Genau. Das funktioniert nicht. Man muss sich weiterbilden, man muss sich das anschauen, man muss sich Bücher anschauen. Ja. Vielleicht ein YouTuber ein oder andere Video anschauen. Dann funktioniert das auch. Und dann habe ich auch diesen Hintergrundwissen und kann das Video erzählen. Ja, da spürt man relativ viel positive Emotionen. Gell? Das ist so Sachen. Das hat mein Ansatz 80-20 Pareto, das hat 80% Ergebnis, 20% Hackeln. Ja? Und der Rest muss man viel hackeln. Und da sehe ich es auch so 20% Input in der Schule, 80% die Schularbeiten. Das war schon etwas, was man gemessen hat. So, Bestätigung dafür. Wir sind ja beeindruckt, also ich schon, weiß nicht, wie es euch geht. Sitzen natürlich alle da und sagen, was habt ihr für lässige Unterlagen, wie machen wir das in Zukunft? Ja? Dann würde ich sagen, nach der Pause kommt ein Vorschlag, dass wir vielleicht kurz noch einmal das Teams vorstellen, dass wir sagen, wie können wir da Sachen übernehmen, wie kann man in Teams in unserer Gruppe alle unsere Unterlagen da platzieren, weil letztendlich das eine leichte Übung ist, das dort hineinzubringen. Das ist immer die Frage, ob die das auch wollen, die das erfunden haben und getan haben. Aber wir wollen einfach die Möglichkeit zeigen. Ja? Nach der Pause natürlich ein herzliches Grüß Gott an die Frau Ministerialrätin Weger. Schön, dass du da bist.